Ja, nachdem wir nun den Unterschied zwischen einem realitätsbezogenen und einem verabsolutierten, nicht realitätsbezogenen oder nicht gegenwartsbezogenen Gefühl besprochen haben, möchte ich nun gucken, was ist denn eigentlich ein Trauma? Die Definition habe ich von meinem Ausbilder und die ist etwas anders, als sie manchmal verwendet wird. Manchmal sagt man, ein Flugzeugabsturz ist ein Trauma. Das wäre das äußere Ereignis, was das Trauma ist. Mir geht es aber um das psychische Erleben oder die psychische Vorgang beim Trauma. Deswegen würde ich Trauma definieren als ein dauerhafter Zusammenbruch der psychischen Organisation in einer bestimmten Hinsicht. Das ist also nicht der totale psychische Zusammenbruch, sondern nur in bestimmter Hinsicht. Der Mensch kann nach der Traumatisierung auch weiter funktionieren. Nur in dieser einen Hinsicht kann er nicht mehr richtig funktionieren. Es ist auch ein dauerhafter Zusammenbruch der psychischen Organisation sein. Also wenn man zum Beispiel geschockt ist, ist die psychische Organisation, könnte man denken, auch gestört. Würde ich nicht unbedingt so sehen, aber das ist auf jeden Fall ein Prozess, der ist reversibel. Schock ist was, das ist vorgesehen bei Menschen und unter normalen Umständen erholt man sich von einem Schock und dann ist es gut. Das ist also keine Traumatisierung. Aber wenn die psychische Organisation dauerhaft zusammenbricht und nicht mehr von selber sich reorganisiert, so einfach, dann ist man traumatisiert. Jetzt muss man sich überlegen, was ist denn jetzt hier, was heißt denn psychischer Zusammenbruch der psychischen Organisation und wie geht das denn überhaupt? Nun, das ist immer, also in aller Regel jedenfalls erstmal, die Ausnahmen will ich jetzt nicht diskutieren, aber in aller Regel erstmal ein Erleben, das in einer Zwangsbindung entsteht. Das heißt, es passiert etwas Schlimmes, dem ich nicht ausweichen kann, weil ich nicht weg kann. Ich kann aus der Beziehung nicht raus. Und das ist eine Situation, die eigentlich nur Kinder erleben. Weil als kleines Kind ist man von seinen Eltern oder ich sage jetzt mal Bindungsfiguren, also die Menschen, die zuverlässig für Sicherheit und Nahrung und Wärme und Regulation meiner Bedürfnisse und Gefühle sorgen. Ich nenne die jetzt mal Bindungsfiguren. Das können ja auch mehrere sein, sind auch immer mehrere eigentlich. Die sind meine Sicherheit, die sind auch meine Welt eigentlich, erstmal. Und auf die beziehe ich mich und ich brauche diese Menschen, diese Beziehungsfiguren, diese Bindungsfiguren, um zu überleben. Das wissen kleine Wesen, kleine Menschen, deswegen binden sie sich an diese Wesen und deswegen kann es auch zu Traumatisierungen kommen. Weil die können nicht einfach sagen, der traumatisiert mich, geh weg. Ne? Das geht nicht, wenn man auf die angewiesen ist. Und wenn man vernachlässigt wird, also ausgestoßen wird, von der Gruppe verlassen wird, ist man dem Tod geweiht. Oder wenn man die Aggression von Bindungsfiguren auf sich zieht, also Gewalt, diesen weit überlegen, ist man auch dem Tode geweiht. Und da ist es eine sehr gefährliche Situation, wenn sich die Bindungsfigur plötzlich als Gefahrenquelle herausstellt. Entweder durch Aggressivität oder durch Vernachlässigung, durch sich nicht kümmern. Und jetzt ist es so, wenn wir zurück zu dem Beispiel gehen von der Frau mit der Rattenphobie, deren Vater war offensichtlich auch traumatisiert. Ich hatte ja schon gesprochen von der starken Dringlichkeit, die Gefühle, die aus Traumatisierungen resultieren haben. Und so war es auch bei diesem Mann, der hatte das Bedürfnis, eine Liebesempfindung, eine Beziehungserfahrung, eine sexuelle Verschmelzung zu haben mit seiner Tochter. Und dieses Bedürfnis war traumatisiert worden als Kind, sodass er nun seine Tochter als ideales Liebesobjekt sah, in Verkennung natürlich der Realität. Und dieses Bedürfnis, mit seiner Tochter innig verbunden zu sein und auch Sex zu machen, hatte eine gewisse Dringlichkeit, eine gewisse Unbedingtheit. Er musste das haben, es war sozusagen seine einzige Chance, weil auf einem realistischen Weg konnte er aufgrund von seiner Traumatisierung das nicht erreichen. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass eine Bindungsperson mit dieser Dringlichkeit, mit dieser Unbedingtheit sich an ein Kind wendet,
man sich klar macht, wie abhängig ein Kind von der Bindungsfigur ist, dann kommt das Kind jetzt hier durch die Dringlichkeit des Bedürfnisses, auch durch die Unverhandelbarkeit, das ist ja ein Bedürfnis, was ihm nicht bewusst ist, wo es herkommt, durch die Unverhandelbarkeit des Bedürfnisses kommt das Kind in die Situation, sich entscheiden zu müssen. Achte ich auf mich und sage, ich will das nicht, das ist mir komisch. Oder gehe ich darauf ein, was dieser Erwachsene von mir will, weil wenn ich das nicht tue, ich merke genau die bedrohliche Dringlichkeit und die Entschlossenheit, mich emotional fallen zu lassen, mich emotional zu löschen, wenn ich nicht mitmache. Und dieses Gespür, also diese Bereitschaft, emotional jemanden zu löschen und nicht zur Kenntnis zu nehmen, dass das ein kleines, abhängiges, bedürftiges Kind ist und nicht meine ideale Liebespartnerin, das ist traumagesteuert. Und das kriegen Kinder genau mit. Das heißt, wenn die Eltern mit ihren unbearbeiteten Traumata auf die Kinder zugehen und eine gewisse Dringlichkeit in den Forderungen haben, die sie an die Kinder richten, dann muss das Kind sich entscheiden. Und da es aus dieser Bindung nicht einfach raus kann, wird es sich für seine Überlebenssicherung entscheiden, in den meisten Fällen. Es mag sein, dass wenn die Beziehung sonst oder andere Personen sehr gute Beziehungen anbieten, dass das Kind die Stärke hat zu sagen nein, oder früher, in einem früheren Alter schon die Stärke hat zu sagen nein, ich will das nicht, und dass dann auch der Missbrauch nicht entsteht. Aber das hängt ganz davon ab, wie sicher das Kind sich fühlen kann und wie stark die Bedrohung durch die Bindungsperson ist. In diesem Fall war es jetzt so, dass die Bindungsperson, also Vater, sehr starken Einfluss auf diese Frau hatte, als dieses kleine Mädchen war, und dass die Mutter nicht als Schutz zur Verfügung gestanden hat, sodass sie diesem Mann tatsächlich sehr ausgeliefert war und sie dann sich entschieden hat, das geschehen zu lassen. Nun ist es aber so, dass da die Bindungsperson so lebenswichtig ist, dass die Tatsache, die Wahrheit, dass die Bindungsperson inzwischen zu einer Gefahrenquelle geworden ist in diesem Moment, eben war sie noch lieb, jetzt ist sie zur Gefahrenquelle geworden, diese Realität kann nicht richtig verarbeitet werden. Die ist zu stressvoll, die ist zu erregend im Sinne von Aufregen, von Hypererregung. Das kann nicht bearbeitet werden, sodass das Kind in die Situation kommt, sich auch entscheiden zu müssen, verarbeite ich weiter die Realität und das bringt mich um den Verstand, oder bringe ich mich um den Verstand sozusagen und verdränge, was geschieht, verdränge die Realität der Grausamkeit, des Schrecklichen, was mir gerade geschieht, um weiterleben zu können. Und das ist das, was im Trauma geschieht. Das Kind muss sich entscheiden, sich gegen sein Bedürfnis, die Wahrheit zu verarbeiten, die Wahrheit zur Kenntnis zu nehmen, die Realität zu verarbeiten, muss sich gegen dieses Bedürfnis entscheiden und schlägt sich auf die Seite des Überlebens. Normalerweise sind diese Bedürfnisse auf einer Linie. Das Erkunden der Welt, das Verarbeiten der Realität, das Begreifen der Natur, das Begreifen der eigenen Fähigkeit gegenüber der Natur und anderen Menschen gehört zum Überleben, ist notwendig dafür. Aber dadurch, dass jemand mit einem traumatisierten Bedürfnis auf das Kind zugeht und es zwingt, sich zu entscheiden, willst du leben, musst du mitmachen und vergessen und nicht merken, was hier Grausames geschieht. Und das ist der ein Effekt der Traumatisierung, ein wichtiger, dass das grausame Beziehungsgeschehen zwischen Täter und Opfer verdrängt wird und vergessen wird. Und so kommt es dann dazu, dass später, wenn das Kind sich aus der Beziehung zur Bindungsperson etwas löst und unabhängiger wird, dass der urige Drang, die Welt doch zu bewältigen und die unverständlichen, grausamen Dinge, die einem geschehen sind, doch zu bearbeiten und doch zu verstehen, sich wieder anmeldet, wenn man etwas unabhängiger von den Eltern ist. Das
ist eine Erklärung dafür, warum die Phobien nicht schon eine Woche nach dem Geschehen entstehen, sondern erst, wenn das Kind einen weiteren Reifungsschritt gemacht hat, meistens Pubertät oder Adoleszenz. Da entstehen sehr viele Phobien, so war das auch bei dieser Frau, weil die Seele möchte doch verstehen, was war. Sie will doch begreifen. Und da nun das Begreifen nicht mehr unmittelbar dem Überleben entgegensteht, wie es als kleines Kind war, sondern nun die Möglichkeit gegeben ist, das zu verstehen, ohne dass das Überleben gefährdet ist, weil ja die Bindungspersonen nicht mehr unbedingt benötigt werden. Deswegen meldet sich praktisch die Seele mit der Phobie und sagt, ich gebe dir ein Bild, was dich daran erinnert, dass etwas Grausames geschehen ist. Aber die Person kann das dann nicht verstehen, weil das grausame Geschehen eben noch verdrängt ist. Und wenn man sich dann mit dem, und jetzt kommen wir zum Rückweg, wie man das rückgängig machen kann, wenn man sich dann mit dem phobischen Objekt beschäftigt, das wäre hier die Ratte, das ist erstmal sehr schwer, weil, wie ich ja schon sagte, die größte Angst eines Teils der Psyche ist, dass das wieder bewusst wird und dass dann das Überleben nicht gesichert wäre, das ist die Idee. Aus diesem Grund versucht ein Teil der Psyche zu verhindern, in Loyalität zum Täter und in Sicherung der Beziehung zum Täter und zur Beziehungsfigur, versucht die Erinnerung zu verhindern. Und man muss sich aber mit dem Teil als Therapeut verbünden, der dieses phobische Objekt irgendwie auch faszinierend findet und der sich damit beschäftigt. Deswegen ist ja plötzlich dieses phobische Objekt da. Und wenn man dann die Klientin dazu bekommt, sich mit dem phobischen Objekt genauer zu beschäftigen, sich ihm zuzuwenden, auch der eigenen Angst zuzuwenden und eine gewisse Entschlossenheit zu entwickeln, sich der Angst und der phobischen Angst zu stellen und nicht vor ihr wegzulaufen, dann fällt plötzlich auf, dass das phobische Objekt, wenn man das unmittelbare Erleben wirklich erkundet, anders erlebt wird, als es wirklich ist. Das ist nochmal eine weitere Schicht davon, dass nicht nur das Gefühl sich nicht auf die Realität bezieht, sondern auch die Realität gar nicht richtig wahrgenommen wird. So war es bei dieser Frau so, dass sie den Eindruck hatte, dass der Schwanz der Ratte kalt und feucht ist. Und als sie sich damit beschäftigt hat, wie groß die Ratte eigentlich ist und wie groß sie in ihrem Panikerleben im Verhältnis zur Ratte ist, fiel ihr auf, dass sie es so erlebte, obwohl sie als Erwachsene wusste, dass das nicht stimmte, dass die Ratte größer war als sie und dass sie viel kleiner war, als sie heute war. Und das war der entscheidende Moment, wo genug Anhaltspunkte da waren, dass die Erinnerung wieder wach wurde und plötzlich war ihr klar, dass diese Ratte ihr Vater war und dass sie unter ihm lag und ein kleines Mädchen war. Und dass dieser Schwanz der Ratte der Penis war. Und nachdem sie das verstanden hatte, ging es ganz gut, dass sie als Erwachsene heute nun das aushalten konnte. Es war natürlich schrecklich, aber sie konnte das aushalten, dass das damals so war. Sie hatte auch schon sehr viel verstanden darüber, was ihr Vater für ein schädlicher und zersetzender Mensch gewesen war, sodass sie das gut einordnen konnte in ihr sonstiges Wissen. Und was dann geschah ist, sie hat sich dann eine Ratte als Haustier zugelegt. Und hat die auch in unser nächstes Treffen mitgebracht. Und wie man feststellen konnte, sind Rattenschwänze nicht nackt und auch nicht feucht und auch nicht kalt. Die sind behaart und die sind warm. Und die sind ganz trocken. An ihren kann man sehen, dass die Ratte benutzt worden ist von der Psyche als Sinnbild, als verschlüsseltes Sinnbild für die Grausamkeit des Vaters, Sex mit seiner Tochter zu machen. Das Blöde daran ist, dass man vorher immer nicht weiß, welcher Aspekt des phobischen Objekts der kritische ist, der entscheidende ist. Und deswegen muss man sich eben in dieses Erleben des phobischen Objekts wieder hineinfühlen. Und das ist eine sehr mühsame Arbeit, weil es so unangenehm ist.
Weil das wartet auf einen ja etwas, was man früher als lebensbedrohlich erlebt hat. Und ja, in dem Fall war es eben der Schwanz, der sehr vordrang. Aber wenn man mal wie eine Spinnenphobie nimmt, da kann es sein, dass die Länge der Beine der Spinne besonders schrecklich sind, oder es könnte besonders die Haarigkeit der Spinne sein, oder die Hautfaltigkeit der Spinne kann besonders schlimm sein, oder die Größe der Spinne, oder die Wuscheligkeit der Bewegung der Spinne. Das können ganz verschiedene Aspekte sein. Und die Person kann einem zunächst erstmal nur sagen, ich habe Angst vor der Spinne, panische Angst vor der Spinne. Und so war es eben auch hier vor der Ratte. Und dann nachher stellt sich raus, dass diese Aspekte, die besonders schlimm an der Spinne waren oder an der Ratte waren, dass die bei einer realen Ratte gar nicht vorhanden waren. Ja, ich glaube, das ist es jetzt erstmal. Ja, machen wir nochmal einen Schnitt. Was noch auf einer abstrakteren Ebene gesagt, was geschehen ist, als die Frau mit der Rattenphobie sich wieder erinnerte an ihre Vergewaltigung durch ihren Vater, war, dass sie jetzt wieder vorrangig hatte das Ziel, zu wissen, was los war. Egal sozusagen, was es kostet. Weil sie konnte auf alle Beziehungen, die um sie herum waren, verzichten. Sie musste auf keinen mehr Rücksicht nehmen. Sie konnte sich voll ihrem Wunsch zu verstehen, was in ihr vorgeht, widmen. Und das hat ihrem Überleben letztlich geholfen. Und so ist es dann, dass durch die Auflösung eines Traumas der Wunsch zu überleben und gut in der Welt zurechtkommen zu kommen und die Welt zu meistern, wieder in einer Linie liegt mit dem Überleben, mit dem Wunsch, die Welt zu verstehen und zu erkennen und zu durchschauen. Und auch die Grausamkeit von Menschen und die Bösartigkeit von Menschen zu verstehen und zu durchschauen. Und die Frau hatte auch ein ganz gutes Verständnis davon, was in ihrem Vater wohl vorgegangen sein mag. Was nicht hieß, dass sie ihm verzieh oder dass sie jetzt ihm freundlich gesinnt war deswegen, weil das war natürlich unverantwortlich, was er da getan hat. Aber es geht ja darum zu verstehen, was läuft, was los ist. Und das ging nach dieser Erinnerung wieder. Und die Beruhigung, die eigentlich die Eltern oder die Bindungspersonen hätten leisten müssen, konnte sie dann selbst sich geben und ihre verängstigte, zu Tode erschrockene, das kleine Mädchen in sich trösten.